Hallo Lego-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut bei Bricks for Joe. Diesmal habe ich was zu Lego Friends für euch, und zwar die 41129, und das Set nennt sich Hotdog Stand im Freizeitpark aus dem Jahr 2016, besser noch gesagt vom Sommer 2016, also ein ganz neues Set. Insgesamt 243 Teile, darunter sind noch zwei Lego Friends Figuren, also keine Lego Minifiguren wie die normalen, und dazu gibt es noch 9 Sticker. Die Altersempfehlung von Lego ist zwischen 6 und 12 Jahren. Und da ich diese Schachtel bislang noch nicht geöffnet habe, dachte ich, wir machen das Ganze mal wieder zusammen. Und dabei habe ich wie immer hier mein scharfes Messer. Selbstverständlich kann man die Schachtel auch so aufdrücken, wie es Lego vorgesehen hat, an diesen zwei Punkten. Die muss man dann reindrücken. Dabei geht sie aber oft leider ein bisschen kaputt, und ich finde, mit einem Messer geht es einfach besser, sauber und ordentlicher. Und letztendlich kann man die Schachtel auch wieder schließen, und sie schaut aus, als ob sie nie offen gewesen wäre. Aus der Schachtel fallen also zwei größere Tüten heraus, durchnummeriert 1 und 2 für die zwei größeren Bauabschnitte, dann natürlich der chromfarbene Stickerbogen mit den 9 Aufklebern, und hier ist dann auch die Bauanleitung. So kommen wir jetzt schon zum fertig aufgebauten Modell, zusammen mit dem ganzen Zubehör, und als nächstes betrachten wir uns die beiden Lego Friends Figuren. Ich muss zugeben, ich kenne mich jetzt im Lego Friends Universum nicht ganz so gut aus, aber ich weiß, es geht um Heart Lake City. Das hat jetzt nichts mit der eigentlichen Lego City zu tun, sondern das ist ein eigenständiges Lego Universum. Und hier gibt es dann auch etwas andere Figuren. Und das ist die erste, und das ist Stephanie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und in ihrer Hand hält sie schon ein Zubehör. Das ist eine 2x2 Fliese, und da ist ein Aufkleber drauf. Wofür das Ganze verwendet wird oder wo das herkommt, das sehen wir dann gleich. Wie ihr schon gesehen habt, die Lego Friends Figuren sind anders als die normalen Minifiguren. Hier kann man zum Beispiel die Beine nicht einzeln bewegen oder die Hände drehen. Dafür passt eigentlich sämtliches Zubehör in die Hand, oder halt hier das Hotdog-Mann-Kostüm aus der Minifigur-Sammelserie Nummer 13 passt auch auf den Kopf dieser Figuren. Also sie sind selbstverständlich 100% kompatibel mit anderen Lego-Teilen wie Frisuren und ähnliches Zubehör. Dieser junge Mann heißt übrigens Nate, und neben seinem Hotdog-Mann-Kostüm hat er noch eine schwarze Frisur, die man wechseln kann, und in seiner Hand hält er schon ein neues Teil, und zwar ein Brötchen für die Lego-Hotdogs. So kommen wir jetzt auch schon zum Zubehör bei diesem Set, und da haben wir hier ein Schild, das ist mit einem Aufkleber drauf, also so ein Hotdog kostet 3 Euro, Dollar oder Credits, wie auch immer, und dabei sind noch zwei Hocker, auf denen die Figuren mehr oder weniger gut sitzen können. Des Weiteren gibt es hier noch diese Kamera, und hier, wie man sehen kann, kommt da unten das Foto raus, was wir vorhin schon gesehen haben. Also ist das nämlich mal eine Sofortbildkamera mit einem grünen Blitz, warum denn auch nicht? Und passend dazu gibt es hier noch diese Fotoleinwand, wie man sehen kann, mit einem Matros und einer Meerjungfrau drauf, die sich am Strand befinden. Ach, da muss ich gleich wieder an den Urlaub denken, das war schön. Und hier kommen dann natürlich auch die Minifiguren dahinter, und die können dann durch diese kleinen Löcher gucken, die in der Fototapete sind. Das Ganze ist wirklich sehr putzig gemacht, weil es halt auch funktioniert. Im richtigen Winkel betrachtet sieht man dann auch die Gesichter durch der Figuren. Genauso funktioniert auch hier der Zerrspiegel. Im Grunde ist es ja eigentlich bloß eine Chromfolie, die aufgeklebt wird. Oben ist noch ein lilaner Druck auf der Folie, und wie man sehen kann, verändert sich dann auch die Größe der Figur. Sie wird ein bisschen kleiner, finde ich. Und so kommen wir jetzt endlich auch zum Hotdog-Stand bzw. zu diesem Hotdog-Mobil. Das Modell ist insgesamt 9 cm hoch, 17 cm lang und 5 cm breit. Hier werden dann übrigens auch die letzten 4 Aufkleber verwendet. Um ehrlich zu sein, ist das zwar jetzt nicht mein erstes Lego Friends Set, aber mein erstes seit langer Zeit mal wieder, denn dieses Hotdog-Mobil hat mich wirklich angesprochen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen, denn ich habe ja schon ein Oscar Mayer Wiener Würstchen-Mobil. Das werde ich euch nachher noch im Vergleich zu diesem Set zeigen. Und seit Lego Friends im Jahr 2012 eingeführt wurde, ist es ja eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Also die Mädchen, die fliegen ja auf diese Sets. Es gibt auch viele Erwachsene und auch Jungs wahrscheinlich, die mit diesen Sets spielen, denn die Teile sind wirklich klasse, die in diesen Sets sind, denn hier gibt es immer mal wieder Farben, die man sonst vorher noch nirgendwo gesehen hat. Dass die Zielgruppe für diese Sets nun Mädchen sind, das ist ja nun relativ offensichtlich, aber das sind nicht die ersten Sets von Lego, die sich nun direkt an Mädchen wenden, auch wenn das gerne mal behauptet wird. Lego hatte vor allem kleinere Sets, die sich mit Schmuck beschäftigt haben für Mädchen, aber es gab dann unter anderem aus dem Lego-System, also was dann Lego City wurde, eine Paradisa-Serie von 92 bis 97, die hat 1:1 in Lego City gepasst, war aber wirklich sehr
weiß und rosa gehalten, also eher doch für die Damen. Und dann gab es aber auch die Belleville und die Scala-Serie. Die Scala-Serie, das war so Lego-Figuren, die so Richtung Barbie gingen, die konnte man auch umziehen und anziehen. Und die Belleville-Figuren, die waren etwas kleiner als die Scala-Figuren, aber extrem beweglich, ähnlich wie diese Technik-Figuren. Und die Serie lief sogar bis 2008. Hier für euch nochmal zum Vergleich, der Lego Friends Hotdog stand gegen meinen Nachbau des Mox vom Oscar Mayer Wiener Würstchenmobil. Das habe ich euch ja schon einmal in einem anderen Video vorgestellt. Und so kommen wir jetzt auch schon wieder zur Bauanleitung. Wie bereits erwähnt, gibt es in diesem Set zwei größere Bauabschnitte und hier finden wir auch viele interessante Teile. Jetzt mal abgesehen von dem Hotdog-Mann-Kostüm, was wir eigentlich nur aus der Minifigur-Sammelserie 13 kennen. Neu sind natürlich jetzt die Hotdog-Brötchen, die habe ich vorneweg auch noch nirgendwo gefunden, und eine Platte 2x14 in Dark Pink, die gab es vorneweg auch noch nirgendwo. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Hier habt ihr übrigens nochmal das Video zu meinem Nachbau des Oscar Mayer Wiener Würstchenmobils. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal wieder für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr schaut mal wieder rein bei Bricks for Joe. Tschüss!